Hi, liebe Leute. Wir haben jetzt im Schnee das Bergauf-Thema. Seid mir nicht böse, dass ich jetzt wieder der E-Bike-Fahrer bin, ja? Das kommt ab und zu vor, ich mache es auch gerne, fahre auch gerne mit normalen Bike. Und deswegen gehen wir darauf ein, wie ihr das mit der Unterstützungsstufe des Motors macht. Aber wir haben auch Tipps für euch, die ohne E-Bike unterwegs sind. Es ist im Grunde ähnlich wie bei nassen Verhältnissen im Sommer. Wir haben sehr wenig Grip. Das heißt, das Spiel, die Räder zu belasten, wird sehr, sehr wichtig, weil wenn man zu wenig Gewicht auf dem Hinterrad hat, dann rutscht es durch. Wir haben jetzt die Unterstützungsstufe durch den Motor. Und das ist egal, ob es Bosch oder Shimano ist. Man stellt sich eine sehr geringe Unterstützungsstufe ein. Meistens heißt das Eco-Modus, einfach damit man nicht das Problem hat, dass der Motor so viel Kraft zusteuert, dass das Hinterrad noch mehr zum Durchrutschen neigt. Die Körperposition beim Bergauffahren ist natürlich auch ausschlaggebend. Im Gegensatz zum Sommer sind wir im Winter selten so steil unterwegs, dass uns das Vorderrad hochkommt. Um viel Druck aufs Hinterrad zu bringen und dadurch Traktion zu erlangen, gehen wir mit dem Oberkörper rauf und rutschen mit dem Gesäß ganz hinten auf den Sattel. Somit ist das Hinterrad maximal belastet und hat ausreichend Grip, um uns nach oben zu befördern. Wenn ihr auf dem Fatbike oder dem Mountainbike mit wenig Luftdruck unterwegs seid und ihr fahrt sehr harten, festen Schnee, könnt ihr auch mal aus dem Sattel gehen. Da gilt das Gleiche, wenn man im Wiegetritt fährt, dass man sein Gewicht leicht nach hinten verlagert, um wieder die Traktion aufs Hinterrad zu bringen. Das waren unsere Tipps für Bergauffahren im Schnee, auf Fatbikes, auf normalen Bikes. Unter dem Video findet ihr weiterführende Links zu anderen Videos und auch zu seinem Kanal und seinen Tipps. Danke fürs Zuschauen und nützt die Gelegenheit, im Schnee zu biken, denn dadurch wird auch eure Fahrtechnik für den Sommer besser. Speziell die Match-Skills, die werden sicher gepusht.